Dr. Ulrich Vosgerau, wir hatten bereits gestern über ihn gesprochen, spricht jetzt hier tatsächlich in der Causa Compact von totalitären Abgründen und wirft jetzt hier nochmal weitere ganz spannende und wichtige Punkte in einem Gastartikel mit rein, die das Ganze, was ich bisher hier berichtet habe, nochmal übertriebener werden lassen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, ja. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, diesen Artikel hier bei der Jungen Freiheit komplett durchzulesen. Ich verlinke ihn auch unten drunter. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz ein, weil neben den Aspekten, die ich ja bereits auch in den Videos angesprochen hatte, beispielsweise, dass man jetzt Compact einfach verbietet, ohne vorher eine Anhörung vorzunehmen, denn genau darauf geht jetzt hier Herr Vosgerau abermals ein, gibt es noch neue Aspekte, die jetzt noch obendrauf kommen, auf die ich gleich noch eingehe und die noch heftiger sind, weil im Endeffekt hier Vosgerau Nancy Faeser vorwirft, sich eingemischt zu haben in die Länderpolitik, was ihr eigentlich gar nicht zusteht, ja. Aber bezüglich der Anhörung, ne, sagt er völlig richtig, herkömmlicherweise müsste dem Erlass eines solchen Bescheids eine Anhörung des Betroffenen vorausgehen und müsste die Erhebung einer Klage gegen die Maßnahme, deren Vollziehung bis zur Rechtskraft aussetzen, dies allein aus Gründen der Rechtssicherheit. Und genau das ist es, was so logisch ist und was für mich auch so unverständnisvoll ist, ne? Es gibt zum Beispiel einen Streit, ja, der Staat sagt so, eine private Firma oder ein privater Bürger sagt so, nein, okay, wir streiten uns, also muss eben hier das Verfassungsgericht oder erstmal ein anderes Gericht entscheiden und dann hat man die Rechtssicherheit. Aber bis dahin heißt es natürlich in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Aber wir haben ja schon von Nancy Faeser, erinnert ihr euch noch zurück an letztes Jahr, mit dem ganzen Thema Beweislastumkehr, da gibt es auch von Professor Dr. Rieck ein hervorragendes Video dazu, gesehen, dass Nancy Faeser anscheinend davon nicht so viel hält und ja eine Art Beweislastumkehr gar nicht so schlecht findet. Anders kann man dieses ganze Verbot ja auch gar nicht interpretieren. Ebenfalls geht er hier darauf ein, dass ja eigentlich das, was bisher bei Compact eigentlich so passiert ist, noch gar nicht irgendwelche straftatlichen Anklagen oder irgendetwas bisher gehabt hat. Ne? Er schreibt hier, dies ist angesichts des Umstands, dass Compact während seines langjährigen Erscheinens offenbar noch nie eine Straftat wie Volksverhetzung oder so überführt wurde, sondern das Verbot ausschließlich mit Äußerung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze begründet wird, ja. Und die ersten beiden Sätze, die sind ein bisschen länger von diesem Text, die muss ich euch aber wirklich im kompletten Wortlaut mal ganz kurz vorlesen. Ich will natürlich nicht zu viel von diesem Artikel verraten, es ist auch ein Plusartikel. Ich hoffe, die Junge Freiheit verzeiht mir das, dass ich ganz kurz hier diese beiden Sätze vorlese. Aber die sind so wichtig. Die Grundrechte als zivilreligiösen Tugendkatalog, ja, so beschreibt er quasi die Sichtweise hier von dem Innenministerium, anhand dessen der Staat die Verfassungsfreundlichkeit seiner Bürger beurteilt und beaufsichtigt. Menschenwürde bedeutet dann nicht mehr, dass der Staat gegenüber den Bürgern keine Umerziehungsmaßnahmen ins Werk zu setzen hat, sondern vielmehr, dass der Bürger auch millionenfache Einwanderung in die Sozialsysteme nicht kritisieren darf, weil Einreiserecht wie Versorgungsanspruch eben Ausdruck der Menschenwürde der Einwanderer seien. Gleichheit bedeutet nicht mehr, dass der Staat Beamte nur nach Befähigung und Eignung und ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Migrationshintergrund einzustellen hat, sondern dass der Bürger aktivistische Gleichstellungsmaßnahmen oder gar Quotenregelungen nicht in Frage zu stellen hat, denn sonst würde er sich in der Verfassung vergehen und gilt schnell als Verfassungsfeind. Ja, das waren einfach die ersten einzelnen Sätze, die es so unfassbar lesenswert machen, was halt der Experte Vosgerau hier so alles vorträgt. Und jetzt kommt aber einer der brisantesten Punkte, von denen ich natürlich keine Ahnung habe. Ja, aber wenn man sich mit diesen Themen mittlerweile beschäftigt, diese ganzen Gerichtsurteile mal sich anschaut, auch zum Beispiel bei Julian Reichelt, bei vielen anderen Dingen, wenn man auch den Rechtsanwälten fällt, wie zum Beispiel Höcker Rechtsanwälte, wenn man denen folgt, meine ich, ja, wenn man Steinhöfel folgt, wenn man einem Markus Heinz folgt, wenn man deren Beiträge liest, wenn man Politico liest, also dann kriegt man schon eine Informationsdichte mittlerweile, wo man sich dann zum Beispiel solche Sachen auch selbst zusammenreimen kann. Ja, genau wie eben diese Punkte mit der Anhörung. Aber an das hier habe ich natürlich noch gar nicht gedacht. Und zwar schreibt jetzt hier Vosgerau, dass Presserecht eigentlich Ländersache ist.
Er sagt zwar, dass es also eigentlich grundsätzlich richtig ist, dass man über das Vereinsgesetz eben auch eine Wirtschaftsvereinigung wie eine GmbH generell auch angehen kann, aber erlaubt es kein Totalverbot von Pressemedien, die schon deswegen, weil der Bund, der das Vereinsgesetz erlassen hat, gar nicht die Regelungskompetenz für das Presserecht hat. Wow, das ist natürlich ein richtig heftiger Brecher. Dieses ist vielmehr in der Presse- und Mediengesetzen der Länder angesiedelt, die ein Totalverbot eines Mediums von vornherein nicht vorsehen. Das bestätigt das Vereinsgesetz, indem es die Pressefreiheit nicht unter den von ihm eingeschränkten Grundgesetzen auflistet. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, entweder der Herr Vosgerau irrt sich hier einfach, oder aber Nancy Faeser hat hier tatsächlich, ja, völlig gegen geltendes Recht verstoßen, indem sie eben etwas, was eigentlich unter die Ländergesetze und Länderverantwortung fällt, einfach mal kurz verzentralstaatlicht hat. Ja? Und apropos Zentralstaat, Vosgerau macht hier auch einen massiven Vorwurf, ne, indem er sagt, nicht nur also, dass ausgerechnet die Grundrechte den Bürger zur Loyalität gegenüber den politischen Ideen der jeweiligen Regierung verpflichten sollen. Die Presse- und Meinungsfreiheit berechtigt nach Ansicht der Bundesinnenministerin offenbar ausschließlich zur Äußerung von im weiteren Sinne regierungsloyalen Ansichten. Ansonsten werde sie missbraucht. Ja, das war im Wesentlichen bereits die Rechtsauffassung der Kommunistischen im Ostblock und in der DDR, die man 1989 bereits besiegt glaubte. Das sind natürlich wirklich heftige Worte, aber man muss schon sagen, man kann natürlich jetzt nicht einfach so sagen, die Innenministerin oder einzelne Politiker sind genauso wie die Politiker damals in der DDR. Aber die Verfügungen oder die Art und Weise, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden, sind durchaus mittlerweile vergleichbar. Ja? Dass man sich so denkt, wie kann man denn einfach ohne ein Gerichtsverfahren ein Presseorgan verbieten? Vor allem dann, wenn die inhaltliche und juristische sozusagen Basis dessen gar nicht so wirklich eindeutig ist. Und wenn so viele Experten und so viele Leute sagen, ey, Vorsicht, was ihr da gerade macht, ist extrem gefährlich. Übrigens auch, weil natürlich diese Präzedenzfälle auch in der Zukunft immer andersrum gelten. Ne? Also alles, was die aktuelle Regierung jetzt an diesen kritischen Maßnahmen macht, muss sie immer auch mit einkalkulieren, kann irgendwann mal von einer anderen Regierung ebenfalls dann zum Beispiel gegen andere politisch unliebsame Medien und so weiter gemacht werden. Und das ist der wichtigste Punkt langfristig, dass man mit diesen Präzedenzfällen unfassbare große Gefahren schafft. Und zum Ende hier fragt Vosgerau noch, was eigentlich mit den internationalen Gerichten ist. Ja, wir leben in merkwürdigen Zeiten. Müssten nicht eigentlich früher oder später internationale Sanktionen gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet werden? Zumindest ein Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene wegen Verletzung grundlegender rechtsstaatlicher Maßstäbe und Verfahren erscheint nicht mehr fernliegend. Und das ist auch ein Punkt, ne? Perspektivenwechsel. Überlegt einfach mal, in der Türkei oder in Ungarn beispielsweise, ne, verbietet Orban oder verbietet die Regierung, ne, einen regierungskritischen Blog oder eine regierungskritische Vereinigung oder eine regierungskritische, ständig, wenn da irgend so etwas vorfällt mal, ja, dass da zum Beispiel ein Gesetz geändert werden soll, dass man die Finanzierung der NGOs genauer überprüft, was ich übrigens völlig richtig finde. Stellt euch mal vor, ne, Nichtregierungsorganisation, wobei die Definition müsste man auch heutzutage nochmal überarbeiten, weil wenn ich eine Nichtregierungsorganisation bin, dann sollte davon auch eben die Finanzierung eingeschlossen oder sein oder ausgeschlossen, ne? Je nachdem, wie man es formuliert. Also ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Staatskohle bekomme, ja, dann kann ich mich halt nicht mehr wirklich als NGO bezeichnen. Also nach den aktuellen Definitionen wahrscheinlich ja, aber Thomas Sowell hat immer gesagt, wir denken nicht in Wörtern, wir denken in Dingen, also den darunter liegenden Wahrheiten. Und wenn ich nun mal Geld vom Staat bekomme, dann bin ich keine staatsferne Vereinigung mehr. Und wenn jetzt diese NGOs international in unterschiedlichen Ländern tätig sind, aber Finanzierungen von beispielsweise Großspendern oder Staaten aus ganz anderen Ländern bekommen,
dann ist es doch völlig normal, dass man auch sagt, wir wollen jetzt zumindest eine Transparenz haben über diese NGOs, wo und von wem sie finanziert werden. Ich würde mal sagen, es ist doch völlig normal, oder? Aber dort wurde das massiv kritisiert. Oh, Orban geht gegen die Opposition vor. Nur im besten Deutschland aller Zeiten, da ist es dann scheinbar eben völlig normal. Ja, also in allen anderen Ländern ist es extrem kritisch, wenn die Regierenden gegen Oppositionelle und deren Vereine und deren Pressen und so weiter vorgehen. Aber in Deutschland ist es okay, weil da schützt man ja die Demokratie. Ist klar, Leute.